Nick, Nick. Hallo und herzlich willkommen zu Mittwoch Live, unsere Juli-Ausgabe. Wer genauer hinguckt, hat vielleicht eine Ahnung, wo Alex und ich heute sind. Wir senden tatsächlich live vom Hartmannshof. Und hier ist eine ganze Menge los. Und weil hier so viel los ist, brauchen wir Menschen, die uns das erklären. Wir haben, nein, nicht Studiogäste, wir haben Hartmannshof-Gäste. Einmal zu meiner Linken, zu eurer Rechten, Friedhelm Sager, Geschäftsfeld Wohnen. Und zu eurer Linken, Dennis Borchert. Dennis, du wohnst hier und hast dich bereit erklärt, uns ein paar Dinge zu erklären. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Friede, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Das Erste, was mich ärgert, die haben eine perfekte Frisur. Ich sehe wieder aus wie der letzte Lumpi, denn wir haben wirklich Sturmböen hier. Das Schlimmste ist vorbei. Schäden hat es offenbar nicht gegeben, bis auf die üblichen Äste, die runterfallen. Aber es ist keiner zu Schaden gekommen. Trotzdem sind wir uns nicht zu schade, für euch zu berichten. Und wenn es unsere letzte Berichterstattung ist. Friedhelm, wir stehen hier in einem Runddorf sozusagen. Hau mal raus, was stehen hier für Häuser, für die wenigen, die es noch nicht wissen. Ja, Tiny-Häuser, so nennt man die, stehen hier. 6 Stück an der Anzahl, die sind alle gleich. Und wir haben sie hier so in einer Art Runddorf aufgebaut, wobei jedes Haus so steht, dass der Eingang immer sehr persönlich irgendwo hinweist, sodass jeder seinen eigenen Bereich hat. Also keiner schaut dem anderen in die Suppe oder sowas. Genau, es ist nicht auf ein Zentrum konzentriert, also nicht auf die Mitte, obwohl wir hier in der Mitte sitzen. Ja. Aber das ist ganz bewusst so gemacht worden. Jetzt machen wir natürlich auch eines ganz bewusst. Wir wollen ja nicht nur drüber reden, wir wollen uns die Dinge angucken. Zum Glück hat Friedhelm Sager einen Schlüssel für ein Tiny House, das noch nicht bewohnt ist. Wir wollen ja kein Privat auf die Pelle rücken. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Friedhelm, ich schlage vor, du gehst vor. Ja los. Du musst jetzt aufstehen und zwar ganz allein. Und Dennis kommt mit. Ich nehme noch Alex zweites Handy mit. Soll ich das tragen? Denn Alex, du machst das wunderbar. Dann mal voraus. Der Chef geht vor. Wir gehen einfach hinterher, Dennis. Jetzt sind wir mal gespannt, welches Tiny House er für uns ausgesucht hat. Da ist ein Fenster auf, da geht's nicht. Ja. Da wohnt offenbar jemand und lüftet. Zielsicher strebt Friedhelm Sager diese Tiny Hütte an. Vor uns geradeaus ein kleines Pony. Wir sind auf dem Hartmannshof, da sollen solche Tiere nicht überraschen. So, und hier sind wir schon auf der Terrasse. Ja. Terrasse ist nicht übertrieben, Dennis. Das ist ziemlich geräumig. Komm gern zu mir. Es gibt hier ein Sonnensegel, das ihr nachträglich eingefügt habt. Bei strahlender Sonne soll man hier im Schatten sitzen. Da drüber ist noch so eine Plastikschicht, also man kann auch bei Regen hier sitzen. Und man hat einen herrlichen Blick. Das kann man sagen. Wenn die Kamera mal umdreht, dann kann man das super sehen, wie man hier sitzen kann und in die Natur gucken kann. Wir sehen Obstbäume, wir sehen zwei kleine Ponys da hinten, das sogenannte Wohnfass. Das ist leider kein Weinfass, sondern ein Wohnfass. Dennis, du lebst auf dem Hartmannshof, du arbeitest auch hier. Hast du gesehen, dass in dem Wohnfass mal jemand gewohnt hat? Ja, tatsächlich. Ach. Das ist ja noch kleiner als ein Tiny House, ne? Ja. Jetzt haben wir so oft über die Größe gesprochen. Friedhelm, spann uns nicht weiter auf die Folter. Zeig uns doch mal so ein Tiny House. Ja, herzlich willkommen. Gehen wir mal rein. So. So, wir sind hier auf dem Land. Deswegen haben wir natürlich auch einen Schutz vor Mücken und Fliegen und was man sonst abends nicht in seinem Haus haben will. Deswegen müssen wir hier das einmal auseinander machen. Ja. Und dann können wir reingehen. Dennis, komm gern mit rein. Alex geht auch rein. Guck mal, ich bin der Vierte. Also 4 Leute passen rein und Alex schwenkt jetzt einmal rum. Es sieht aus wie eine gemütliche Sauna, sag ich mal. Alles getäfelt. Hast du mal in so einem Tiny House gewohnt, Dennis? Ja, tatsächlich habe ich. Und wie fühlt sich das so an? Ganz gut. Wir sagen, er hat gewohnt, denn du hast dich letztendlich dann wieder dagegen entschieden. Es ist ja auch dafür da, dass man es mal ausprobiert. Ein paar Tage hast du es gemacht. Und wo wohnst du jetzt? Jetzt wohne ich in... Ne, 302. Das ist das Haus hier auf dem Hartmannshof. Das ist ein altes Gebäude, ne? Genau. Also, das ist ja auch eine Frage des Geschmacks. Und man wird die ja nicht sofort gleich belegen können. Oder wie sieht es überhaupt aus, Friedhelm? Du sagst, das ist das letzte noch freistehende. Ja, die anderen sind belegt. Ah. Und hier gibt es auch schon Interessenten für.
Man muss ja dazu sagen, wir haben sie ja nicht nur hier gebaut, also hier stehen 6, sondern wir haben in den Werken mittlerweile insgesamt 15 davon gebaut, ja. Nämlich noch auf dem Königskamp und auf dem Böschenhof. Stehen nochmal, also stehen die Kleinen, das ist immer ein anderes Konzept. Und die sind auch teilweise belegt und teilweise auch noch nicht fertig, denn so lange stehen die ja noch nicht hier. Ja. Nee. Das haben wir erst gemacht. Und ja, wir können auch hier nochmal natürlich das Badezimmer öffnen. Hier gibt es ja noch eine Tür. So klein jetzt geht nicht. Friedhelm duschen, guckt jetzt euch geht das duschen. An. Ja. Also, das ist jetzt nicht geräumig. Man darf jetzt wirklich nur so schlank sein wie Dennis. Ich passe rein. Du passt auch rein, Friedhelm. Also Leute, die jetzt über 2 Meter groß sind und einen Bauchumfang von einer Tonne, für die wird's eng. Wenn wir hier so gucken, also man kann hier schon, ja. Man kann hier schon schön duschen, das Ganze zumachen. Der duscht jetzt. Dennis, mach mal das Wasser an. Ja. Also das ist schon okay. Und vor allen Dingen, es ist meins dann, ne? Ja. Hin für mich. Ich sage immer, Wohnen für Individualisten. Das ist ja wirklich was für Leute, die gern für sich sind, die ihre eigenen 4 Wände haben wollen, die Tür hinter sich zumachen können. Du sagst, es gibt genug Leute, die Bedarf haben und sich das vorstellen können. Ja. Das gibt es. Wie gesagt, wir bieten ja auf dem Hartmannshof eine Menge anderer Wohnformen auch an. Dennis wohnt ja auch im sogenannten Haupthaus. Also das war das Haus, was zuerst hier stand. Das haben wir nochmal grundsaniert. Das sind auch schöne Räume. Und so weiter. Und wer hier für sich wohnen will, der kann hier wohnen, aber er kann die Gemeinschaftsräume natürlich auf dem Hartmannshof mitnutzen. Also wenn er sich nicht alleine was kochen will, dann kann er gerne zu euch rüber in die Gemeinschaftsküche und mit den anderen was kochen oder auch abends vielleicht gemeinsam Fernsehen gucken. Das schließt das hier alles nicht aus. Ja. Aber wenn ich meine Ruhe haben will, wenn ich für mich sein will, dann kann ich hier mich zurückziehen und wir kriegen es ja auch mit, wenn wir jetzt alle mal leise wären. Das ist ja wirklich ruhig hier. Mucksmäul. Ich höre nicht mal eine Mücke. Eigenartig. Friedhelm, jetzt hast du mir vorher gesagt, es gibt hier schon Anfragen, die du immer wieder verneinen musst. Welche Fragen kommen hier, wenn Menschen diese Tiny-Häuser sehen? Ja, wir haben es ganz spannend gehabt, als sie aufgebaut wurden. Der Kaffeebetrieb lief ja. Und natürlich haben die Kaffeebesucher ganz interessiert geguckt, was hier aufgebaut wird. Ja. Und die erste Frage war, sind das Ferienhäuser, die wir mieten können? Hm. So am Wochenende hier oder mal Urlaub machen oder einfach mal ausspannen. Sind die zu vermieten? Das haben wir natürlich verneint, haben gesagt, nee, das ist für Dauerwohnen. Also für viele war das praktisch wie ein Feriendorf. Mhm. Und diesen Charakter, glaube ich, hat es auch. Wenn man hier lebt, lebt man wirklich wie im Urlaub. Und du hast diese Fragen wahrscheinlich auch schon oft gehört, denn du kellnerst ja auch im Café, ne? Genau. Manche Menschen fragen ja immer, ob man da auch hier auch leben kann und so. Und dann habe ich gesagt, nein. Das ist es nicht. Das sind nur Bewohner, die hier leben. Das ist gut, dass du diese Information bringst. Ich glaube, es wird immer wieder Leute geben, die das sehen und sagen, kann man. Also du bleibst bei deiner Standardantwort, genau. Leider nicht. Dann sollen sich woanders Tiny Häuser. Man kann die selber ja auch kaufen. Also nicht diese. Aber wir haben schon mal über Geld gesprochen, damit die Leute jetzt eine Ahnung haben. Wie viel Geld muss man investieren? Ungefähr, wenn man sich so ein Ding irgendwo hinstellen will. Ja, die sind ja eigentlich mobil, also die sind ja wirklich auf Rädern, man kann damit auch fahren. Wir haben die Räder abgebaut und haben das Ganze auch angepflastert, also deswegen, weil wir wollen sie ja nicht mehr weiter transportieren. Ja. Man dürfte es aber und die Grundausstattung liegt bei ungefähr bei 70.000, ist aber auch alles mit drin. Also Möbel, wir haben unsere Möbel hier jetzt reingemacht, bei den ursprünglichen ist neben der Küche, ist das komplett ausgestattet mit Tisch, Bett, Stühlen, Bad und so weiter komplett drin und der Terrasse eben auch, aber die Terrasse nur so, dass das Holzgestell aufgestellt wird. Also wirklich eine charmante Möglichkeit, klein individuell zu leben. Alex hat schon drauf geschwenkt, hier ist eine Ceranfläche, hier ist ein Kühlschrank, ein Waschbecken, Mikrowelle, das gehört zur Grundausstattung. Und dann habt ihr das Badezimmer gesehen und Friedhelm unter der Dusche, dass man das nochmal erleben würde. Das Wasser haben wir jetzt nicht angestellt. Also, du hast hier alles, was du brauchst, wenn du keine großen Ansprüche stellst und nicht so viele Möbel mitbringst, also nicht das Haus verlässt und dann sagst, jetzt muss ich hier mit meinen Möbeln unterkommen. Das Nötigste hat man hier. Jetzt, mein lieber Dennis, passiert aber noch mehr auf dem Hartmannshof. Stichwort Arbeitsplatz. Was passiert da? Wir kriegen einen neuen Backbereich und einen neuen Kaffee. Mann, können wir uns das mal angucken? Ja.
Führst du uns dahin? Ja. Boah, ist der nett. Dennis, ich schlage vor, du gehst vor, denn du bist jetzt der Chef und wir trotten hinterher. Geh ruhig schon mal vor. Und dann die Alex und Friedhelm. Friedhelm muss natürlich wieder abschließen. Ab, ne? Ja. Nicht, brauchst. Dass ich jetzt Live-Zuschauer Hoffnung machen. Er schließt nicht ab und dann kann ich heute Abend hier hingehen. Ist nicht. Alex, du siehst, er schließt ab. Zack. Sagst du so. Also. Ja. Ah, da war was zwischen. Ah. Jetzt müsste es gehen. Lassen wir heute. Macht Hendrik morgen. Also, ich bin verdonnert, diese Tür nachher abzuschließen. Es ist dieses iLock-Prinzip, ganz neue Schlüsselanlage. Manchmal hakt die ein bisschen. Wir gehen der Sache gleich nochmal nach. Jetzt geht's querfeldein. Da kommt ja keiner ran, ne? Dennis zeigt uns, dürfen wir hier durch die Wiese laufen? Ja. Ja. Aber ein bisschen vorsichtig, Alex, genau. Nicht straucheln. Nein, alles gut. Sonst musst du im Liegen weiter filmen. Ein Arbeitsunfall dann, Hendrik. Ein sogenannter Arbeitsunfall. Das tröstet mich überhaupt nicht, denn ich weiß nicht, wer dann weiter filmt. Jetzt gehen wir unter alten Bäumen hindurch. Das ist wirklich ausgesprochen idyllisch. Ihr seht hier eine uralte Birke. Da drüben steht eine Linde. Also alles sehr naturbelassen. Und jetzt, Dennis, sind wir schon in deinem Arbeitsbereich. Genau, das ist mal mein Arbeitsbereich, wo ich arbeite. So, und man muss sagen, das Café besteht ja aus mehreren Ebenen. Wir haben einmal diesen Glas, wie sagt man, diesen Wintergarten. Wintergarten, da genau. Sitzt man im Winter. Wintergarten. So, und dann, wenn man draußen sitzen will, kann man hier unterm Dach sitzen. Genau. Wenn es mal nieselt. Genau. Und wenn Hochsommer ist und es ist überhaupt nichts los, dann kann man sogar hier sitzen. Genau. Sag mal, wie viele Leute kommen denn hier zusammen, wenn das Haus voll ist? So ungefähr 80, 100. Also ihr könnt es euch vorstellen, man muss sich natürlich die Bänke und Tische dazu denken. Jetzt sehe ich hier zwei Futternäpfe. Dennis, ist das dein Armbrot? Für wen ist das? Nein. Für wen ist das? Das sind extra für Hunde. Ach natürlich. Also für Gäste, die ihre Hunde mitbringen. Genau. Die sollen nicht zugucken, wie Herrchen und Frauchen trinken. Genau. Die kriegen auch was. Genau. Gut, das wird bei Zeiten ausgewaschen. Das wird ausgewaschen, ja. Jetzt sagst du, hier wird gebaut, das sehen wir gleich, wenn wir drum rumgehen. Läuft denn der Betrieb weiter? Ja. Mensch, Leute, wie macht ihr das? Das ist ja erstaunlich. Aber gut, ihr seht, der ganze Sitzbereich, den Alex gerade abgefilmt hat, der sieht tadellos aus. Alles ist da, was man braucht. Aber es geht ja auch, sagtest du, in erster Linie um den Service- und Backbereich. Ne? Genau, genau. Wie kommen wir denn da mal hin? Hast du eine Idee? Also letztes Mal, Dennis, bin ich hier lang gelaufen. Guck mal. Friedhelm bleibt uns auf den Fersen, nicht, dass der verloren geht. Guck mal, hier kann man es sehen. Hier ist tatsächlich etwas angebaut worden. Genau. Dennis, ich sehe hier große Fenster. Was befindet sich hinter diesem Fenster? Also bei den großen Fenster, da befindet sich das Hofcafé. Ja. Und dann sehe ich da diese Eingangstür. Da geht's? Da geht's zu der alten Küche quasi. So. Da wird quasi abgewaschen, ja. Getränke werden rausgebracht und ja. Und dann hat dieser Anbau so eine charmante Rundung, das kann Alex vielleicht von hier aus nochmal sehen. Ihr habt da so mit ein paar kleinen Fenstern eine Runde eingebaut. Das ist die eigentliche Küche, oder? Genau, das ist die Küche, wo wir backen und wo wir unsere Brötchen und so herstellen. Mhm. Ihr könnt nachvollziehen, wenn es hier viele Gäste gibt, dann brauchen nicht nur die Plätze, sondern natürlich auch die Servicekräfte, die alles vorbereiten und Kuchen backen und Torten und so weiter. Ich habe das mal in der alten Küche gesehen. Es ist wahnsinnig eng gewesen, dass ihr das trotzdem habt schaffen können, ist toll. Jetzt freut ihr euch auf den Umbau. Weißt du, wann der fertig ist? Schätze mal Mitte August ist der fertig. Optimistisch. Was sagt Friedhelm? Hast du irgendwas? Richtig. Also der ist sogar noch früher. Also die planen wirklich zum 4. August die Eröffnung. Das ist sportlich, das ist ungefähr in einem Monat, also 4 Wochen. Ja. Wir drücken die Daumen. Friedhelm, wahrscheinlich wird das von außen noch verschalt, oder? Ja, das wird natürlich noch verschalt und im Moment sind sie beim Innenausbau dabei, also das geht schon relativ weit. Mhm. Und dann wird die Küche eingebaut, also das kriegen die, glaube ich, in 4 Wochen ganz gut hin. Und dann haben wir gute Arbeitsbedingungen für euch, dass ihr hier gut arbeiten könnt, aber vor allen Dingen können auch die Kunden oder die Besucher hier teilweise auch, deswegen haben wir eine große Fensterfront gemacht, auch durchaus mitgucken, wenn der Kuchen gebacken wird. Ach so. Ist für Kinder auch interessant. Genau. Es gibt hier eine geteilte Tür, wenn man das sieht, genau. Unten und oben.
Da wollen wir auch eventuell so eine Art Außerhausverkauf machen. Dann kann man aus der Tür heraus verkaufen. Genau. Wenn man zum Beispiel in den Megagarten gehen will, dann werden solche, vielleicht, das ist die Idee, so Körbe angeboten. Die kann man dann kaufen mit Kaffee und Kuchen. Und dann kann man eben nicht im Café hier sitzen, sondern in den Mega gehen, weil das Café ist oft so ausgebucht, dass manche Leute wieder fahren müssen. Genau, das haben wir auch schon das Problem mal gehabt. Mensch, ihr habt Probleme. Es gibt andere Läden, die kommen nicht in Gang, weil sie nichts verkaufen. Dieser Laden platzt aus allen Nähten, wird jetzt vergrößert und ihr habt einen Außerhausservice. Ich bin erstaunt, was ihr alles leistet. Das ist aber alles zu schaffen, sagst du. Genau, genau. Also, ihr seht, der Fußboden, das wird hier alles wahrscheinlich noch schön gepflastert und der Rasen wird möglichst eben gemacht. Du hast vorhin erzählt, die Wiese ist so ein bisschen uneben. Du wünschst dir, dass das alles so ein bisschen eingeebnet und flach gemacht wird. Genau, dass wir dann halt auch mal auch später auch richtig arbeiten können. Ja. Also, du sollst in Zukunft nicht mehr über deine eigenen Füße fallen oder über irgendwelche Maulwurfshügel oder sowas. Nee. Und jetzt hat Alex auch schon hier rüber geschwenkt. Hier entsteht schon wieder was. Und es gibt Leute, die sagen, sieht aus wie ein Schwimmbad. Friedhelm, das wird kein Schwimmbad, ne? Nein, das wird unser Gemeinschaftshaus auf dem Hartmannshof. Gemeinschaftshaus in einer Art dann gebaut. Ich glaube, man sieht es von den Ausmaßen schon, wie man früher auf Höfen eine große Scheune gebaut hat. Mhm. Also das wird ein sehr schönes Gebäude, was so eine Art Scheunencharakter hat. Mhm. Mit einer sehr großen Halle und auf der linken Seite sieht man natürlich diese vielen Ausgeschichten, die da so rausgucken. Das ist so der ganze Sanitärbereich und Küchenbereich. Ja. Und hier in der Mitte wird eine große Halle sein, eine große Tenne sein, auch ein großes Foyer, eine sehr große Fensterfront, die einlädt, reinzukommen. Und hier werden dann Senioren betreut über Tag, die wir in der Einrichtung haben. Ach so. Von montags bis freitags. Mhm. In den Ferien werden wir hier das Ferienprojekt für Kinder, die zu Hause leben, anbieten. Wie das ja jetzt auch schon wieder in Gang gekommen ist. Und am Wochenende, also außerhalb dieser Ferienzeiten, am Wochenende, kann man es dann auch als Erweiterung fürs Café nutzen. Genau. Das heißt, wenn kleine Gruppen sich anmelden, bis 30, 40 Personen, könnten sie dort Geburtstag feiern, weil wir da immer wieder Anfragen haben, die passen so nicht ins Café oder würden den gesamten Kaffeebetrieb blockieren. Ja. Und hier kann man, also du kannst dann da deinen Geburtstag feiern, mich Tolle einladen, Idee. Geht. Mhm. Natürlich, Dennis lade ich auch ein. Nein, Dennis muss ja arbeiten, aber Alex lade ich ein. Dennis, und du musst dann wirklich hier alle Gäste betreuen, auch da und da draußen. Du machst das aber nicht allein, ne? Nein, nein, ich habe da noch andere Mitarbeiter, die helfen mir auch. Das ist nicht allein. Weißt du, wie viel ihr seid, wenn jetzt mal volles Haus ist? Wie viel Helfer habt ihr da? 5. Ja, die brauchst du bestimmt. Und ihr rennt alle, denn die Leute sagen, Herr Kellner, kann ich nochmal oder darf ich bezahlen oder kann ich nochmal Nachschlag? Du bist ganz schön am Rennen. Ja. Wir haben später auch irgendwann auch eine Industriekasse, die auch später irgendwann ein Handy kriegt. Ah. Und das geht dann viel schneller. Also mit dieser Erweiterung werden wir auch weitere Arbeitsplätze schaffen. Ja. Also das jetzige Team, was ihr seid ja zu viert, dann kommen noch Studenten, Schüler dazu und die beiden hauptamtlichen Kräfte, die das Ganze managen. Das ist das Team, was es heute macht, und mit der Erweiterung werden weitere Arbeitsplätze geschaffen, und die brauchen wir dann auch dringend, denn natürlich weitere Kunden müssen wir betreuen. Also das Team wird wachsen, aber das wollen wir ja auch. Du hast ja mal angefangen als Erster hier. Genau. Erster, der hier mitgeholfen hat, und mittlerweile seid ihr 4. Aber danach kam auch noch Kerstin dazu, später. Ja. Das ist dann halt. Und da soll es nicht aufhören. Wir werden also weitere. Jetzt haben wir im Vorfeld gesprochen, Naturfreunde und Nabu-Nachbarn und alle, die Umweltschutz lieben, die müssen jetzt nicht die Angst haben, dass aus dem Hartmannshof irgendwann eine Megastadt wird oder so. Es gibt schon Grenzen, ne? Das soll beendet werden, und dann seid ihr erstmal am Abschluss oder plant ihr noch andere Erweiterungen? Nein, im Gegenteil. Wir haben also hier, ich hatte ja gesagt, das ist das Gemeinschaftshaus, und das hat, wenn man nach hinten links guckt, das hat ja so einen Anbau, so eine Nase da hinten. Ja. Das ist das Gebäude für den NABU. Ach. Da kriegen die eine NABU-Station, wo dann Mitarbeiter auch Fragen beantworten können, vielleicht auch kleine Schulungen machen können, Informationsmaterial für den NABU auslegt, weil das ist dann ja genau am Mega, direkt nebenan. Mhm. Sodass wir hier eine schöne Integration haben an der Stelle.
Und eins der Tiny Häuser haben wir auch übergangsweise, bis das alles fertig ist, dem NABU zur Verfügung gestellt, weil sie gerade auch FSJler haben, die werden also eins der Tiny Häuser übergangsweise nutzen bis nächstes Jahr, sodass wir eher die NABU-Arbeit hier noch stärken. Das ist gut. In Kooperation, in guter Nachbarschaft mit dem NABU, Naturschutzbund Deutschland heißt es, mega, hat Friedhelm gesagt, Mitmach- und Erlebnisgarten. Ne? Genau. Wir wissen das ja mit den Kürzeln, aber vielleicht gibt es ein paar, die sagen, was meinen die da? Also alles scheint wirklich im Sinne bester Nachbarschaft und des Naturschutzes zu funktionieren. Wenn das fertig ist, passiert erstmal nichts mehr. Was in 10 Jahren ist, weiß man natürlich nicht. Jetzt schlage ich vor, gehen wir einen ganz gefährlichen Weg und ich hoffe, Alex überlebt ihn. Wir müssen hier über Stock und Stein gehen. Ich laufe mal vor. Dennis, pass auf dich auf. Denn etwas wollen wir ja noch mal eben erwähnen, obwohl das vielen schon bekannt ist. Wir meinen natürlich nicht diese Gartenhütte hier, das ist ja nur ein Übergang. Wir meinen auch nicht das schicke Auto, mit dem wir heute gekommen sind, Friedhelm, sondern wir meinen die Häuser, die auch schon etwas länger stehen. Wir haben auch das ein oder andere Mal schon drüber berichtet. Dennis, kannst du uns was zu diesen Häusern sagen? Ihr sagt immer A und B oder wie heißen die Dinger? Eigentlich 304 und 305. Klingt ja noch besser. Wer wohnt denn in 304 und 305? Das ist jetzt, glaube ich, 304. Aha. Und? Wohnt da jemand? Da wohnt jemand schon drin, ja. Da wohnen noch mehr. Ich habe das Gefühl, wir könnten Friedhelm mal fragen. Was habt ihr mit diesen Häusern vor? Ja, das ist eine Erweiterung. Wie gesagt, wir haben ja die Tiny Häuser, wo man ganz alleine wohnen kann und alles hier mitnutzen kann. Und hier, das sind kleine Wohngemeinschaften, also in diesem sogenannten Haus B oder 304. Mhm. Wir haben da jetzt keine Namen direkt für. Wohnen 5 Leute, aber das ist dann eine kleine Wohngemeinschaft. Jeder hat natürlich sein Einzelzimmer, sein Einzelbad, aber man hat auch gemeinsam eine Küche, einen Wohnraum, eine Terrasse, man sieht das ja auch. Und man lebt hier ja sehr ruhig, sehr naturnah. Und das ist der Ersatz gewesen. Früher stand da ja das Ferienhaus. Richtig. Und dann haben wir das genutzt, um diese Fläche einfach zu erweitern. Mhm. Weil der Wunsch, hier zu leben, ist doch immer wieder da. Ja. Die Belegung wächst oder man will hier gerne wohnen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann hier, wie Dennis, in dem ursprünglichen Haus leben. Ich kann der Erweiterung leben. Da sind auch Apartments drin. Ich kann in einer kleinen Wohngruppe leben. Ich kann im Tiny House leben. Ich habe also ganz viele Möglichkeiten zu wechseln und Dennis hat es ja auch gemacht. Er hat mal was ausprobiert und gesagt, nee, ist es nicht. Mhm. Dann gibt es Möglichkeiten, auch wieder anders zu wohnen, ohne den Hof verlassen zu müssen. Das ist schon genial. Man glaubt nicht als Außenstehender, welche Wohnangebote und Möglichkeiten es hier gibt. Wenn sich jemand auskennt, dann ist es Dennis. Seit wann lebst und wohnst du auf dem Hartmannshof? Weißt du, das sind schon ein paar Jahre. Ja, ich bin schon seit 2014 wohne ich hier schon. So, das sind 9 Jahre, glaube ich. Das ist, du gehörst ja zum Urgestein sozusagen. So ein junger Kerl und schon Urgestein. Ja. Du hast schon viel gesehen, viele Veränderungen, ein Kommen und ein Gehen. Du bist ein sehr freundlich, aufgeschlossener Mensch. Das musst du sein im Servicebereich. Du heißt alle willkommen. Genau. Ich finde das gut, dass du ein Auge drauf hast. Nicht, dass er sagt, na, irgendwas erzählt und dann sagst du, das ist alles Unsinn. Nein, das passt schon alles. Ne? Ich überlege gerade, was muss noch gesagt werden. Das Scheunenkonzert haben wir vorhin erwähnt, für viele, die es nicht gesehen haben. Hier war wieder ein Scheunenkonzert, wie alle Jahre wieder, mit Professor Stefan Post, heißt er, ne? Post, ja. Ja, der mit seinen Hamburger Studenten hier herkommt, in der alten Scheune, rappelvolle Bude. Hast du es gehört? Ja, das habe ich sehr gehört. Und wie war das? Sehr schön. Sehr schön. Friedhelm war auch da, hat auch ganz geschwärmt. Nächstes Jahr ist sicherlich wieder ein Scheunenkonzert. Ihr seht, hier ist unglaublich viel los. Und wer darauf keine Lust hat, der geht hier einfach runter in den Mitmach- und Erlebnisgarten oder noch einen weiter zum Bullensee. Den haben wir ja auch noch, Friedhelm. Den gibt es hier seit der Eiszeit, habe ich mir sagen lassen. So, Alex schwenkt nochmal die alte Lindenallee hinunter. Es ist wirklich idyllisch und denkt euch mal die Bauzäune weg und diese blauen Container. Dann wird das hier ein wunderschönes Fleckchen Erde. Friedhelm, Schlusswort, was müssen wir noch sagen? Es ist einfach schön hier zu wohnen, glaube ich, ne, Dennis? Genau, und ich bin auch mal gerne hier im Café. Ja. Und die Mitarbeiter sind gerne hier, sind schöne Arbeitsbedingungen. Es ist alles schön. Sehr idyllisch.
Jetzt fällt mir noch gerade eine spannende Frage ein. Dennis, manchmal musst du ja auch nach Rothenburg. Du musst ja auch mal einkaufen. Das kannst du hier nicht. Wie kommst du nach Rothenburg? Mit dem Fahrrad. Boah, bist du sportlich. Wirklich? Ja. Und wenn schlechtes Wetter ist? Auch mit dem Fahrrad. Ein Hauding. Respekt. Fährst du auch immer mit dem Fahrrad? Nein. Er spricht die Wahrheit. Aber ich sehe ihn häufig mit dem Fahrrad. Nur hier. Aber mal für andere, die jetzt nicht so beweglich sind. Ihr habt doch hier auch einen Bus oder so. Ja, haben wir. Na Gott sei Dank. Und wenn dann die Leute mal in die Stadt wollen zum Einkaufen, dann macht ihr eine Fuhre voll und fahrt dann los. Genau. Also ihr müsst nicht das Gefühl haben, auf dem Hartmannshof ist man abgeschnitten. Alex versucht die ganze Zeit was zu sagen. Es gibt keinen öffentlichen Busverkehr, das ist klar, sondern ihr habt hier euren eigenen, genau, den irgendein Mitarbeiter fahren kann oder eine Mitarbeiterin. Also alles da, was man will, wenn man die Natur liebt, ist der Hartmannshof die beste Adresse, die wir bieten können. So ist es. So ist es. Ich habe das Gefühl, ja, 26 Minuten, viel länger müssen wir gar nicht. Wenn alles gesagt ist, muss man auch das Gefühl haben, Danke zu sagen. Danke an Friedhelm Sager und an Dennis Borchert. Wir haben uns relativ kurzfristig, erst gestern oder vorgestern verabredet, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein Millionenpublikum ist euch dankbar. Wir sehen uns wieder am 2. August. Das ist wieder der erste Mittwoch im Monat. Wieder um 19 Uhr, keine Ahnung von wo und was es zu berichten gibt. Ganz herzlichen Dank, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße vom Hartmannshof. Tschüss.